geht, liebe Studenten? Student Kitchen wieder hier mit einem neuen Rezept. Wir machen heute einen echten Klassiker in der Studentenküche. Und zwar ist es Fertigreis, aber wir pimpen das Ganze noch mit vegetarischen Frikadellen. Und hier ist alles, was wir dafür brauchen. Wir brauchen eine Pfanne, wir brauchen den Fertigreis, wir brauchen die vegetarischen Frikadellen, wir brauchen einen Pfannenwender. Und ganz wichtig sind die Gewürze. Da könnt ihr alles nehmen, was ihr gerade zu Hause habt. Setzt nun den Herd auf eine höhere Stufe und erhitzt die Pfanne. In der Zeit öffnen wir schon mal die Mühlenfrikadellen. Ihr könnt mit der Hand testen, ob die Pfanne heiß genug ist. Vorsicht, verbrennt euch nicht. Wenn die Pfanne heiß genug ist, geben wir etwas Olivenöl hinzu und geben dann die Frikadellen in die Pfanne. Stellt den Timer auf eurem Smartphone auf eine Minute und schaut zu, wie die Frikadellen lecker vor sich hin braten. Wenn nun die letzten Sekunden des Timers ablaufen, können wir kontrollieren, ob die Frikadellen schon fertig sind. Wenn sie eine gute Bräune haben, können wir sie umdrehen. In meinem Fall ist das schon soweit. Wir drehen die Frikadellen ganz einfach um und setzen den Timer wieder auf eine Minute. Frikadellen braten herrlich vor sich hin und werden richtig schön knusprig später. Wenn die Frikadellen dann fertig sind, geben wir sie auf den Teller. Knetet den Tütenreis noch in der Tüte ordentlich durch, denn so verhindert ihr Klumpenbildung. Stellt nun die Hitze etwas runter. Gebt den Reis in die Pfanne und denkt dran, ihn gut umzurühren. Der Reis ist richtig schön angebraten und hat schon eine gute Würze von Natur aus. Jetzt wird es richtig wichtig, ihr könnt alle Gewürze aus eurer Küche nehmen. Je mehr, desto besser. Würzt großzügig, denn der Tütenreis ist von Natur aus zwar gewürzt, bedarf aber noch viel mehr Würze. Schwenkt den Reis noch einmal durch und serviert ihn zu den Frikadellen auf dem Teller. Und wir sind fertig. Wir haben Tütenreis mit vegetarischen Frikadellen gemacht. Das ist ein sehr leichtes Gericht. Wir brauchen dafür nur eine Pfanne und eine Herdplatte. Gönnt euch das Gericht, es ist wirklich leicht und wir sehen uns in einem weiteren Video.